So, guten Tag hier bei Technikman. Und ich wollte euch heute mal mein Geburtstagsgeschenk vorstellen. Und zwar ist das der Pure, also Logitech Pure V Express Plus. Das ist eine Docking Station mit Musikabspiel- und Radiofunktion für den iPod. Ihr seht hier mal ein Bild von dem und hier ist er in der Realität. Er sieht fast genauso aus wie auf dem Bild. Eigentlich sieht er genauso aus. Und auf dem Bild sieht er genauso edel aus wie in normal, also in der Realität. Bis auf, dass halt da Nano oder Classic ist, das ein Classic ist, iPod Classic, und da ein iPod Touch draufsteht. Das kann man variieren, das ist für iPhone und iPod gedacht. Die genauen Anzeigen, wofür, also die genauen Konfigurationen, wofür, für welche iPhones und für welche iPods, das sage ich euch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach unten auf den kleinen Pfeil klicken und dann könnt ihr die Videobeschreibung angucken und da steht dann das genau drin, für welche iPhone und iPods das gemacht worden sind. Obwohl mein iPod Touch steht nicht drin, da steht nur 2G und 1er drin, 1G drin. Aber ihr könnt eigentlich auch alle anderen rein tun, genauso wie iPhone 4 steht auch nicht drin. Also eigentlich passen alle die iDevice rein, die kleiner als 10 Zoll sind. Oder die halt, ja, egal, ihr wisst schon, also iPad passt nicht rein. Das wollte ich damit eigentlich nur andeuten. Ja, und dann kommen wir erstmal zu dem Äußeren. Das Äußere seht ihr ja schon, das ist eigentlich ganz toll. Bis auf mein iPod, der sieht etwas, naja, zerschmiert auf dem Display aus. Hatte ich keine Lust mehr zu putzen. Und ja, ihr seht unten, die Uhrzeit wird angezeigt. Wenn man das nicht so genau erkennen kann, dann suche ich mal kurz ran. Da unten, da wird die Uhrzeit angezeigt. So. Und da unten sind auch Knöpfe. Ich zoome noch weiter ran. So, da seht ihr jetzt die Knöpfe. Und zwar ist das einmal Shuffle. Und zwar, da könnt ihr den iPod durcheinander die Lieder spielen lassen. Übrigens, ihr könnt nicht nur Lieder spielen, sondern ihr könnt alles abspielen, was auf dem iPod Musik gibt. Also ihr könnt Videos abspielen, obwohl das ist doof, weil er steht ja nur im Hochformat. Du kannst ihn nicht im Querformat stellen. Das heißt, Videos sind etwas tabu, aber zum Beispiel Internetradio könnt ihr alles, was der iPod den Ton abgibt, könnt ihr da hören. Ja, jetzt ist es schon 10.18 Uhr, siehst du, so schnell geht's. Dann seht ihr unten Clock, das heißt, ihr könnt die Uhr einstellen. Also ich habe jetzt 10.18 Uhr Clock Set, da müsst ihr lange drauf drücken. Ups. Schön, Lukas, prima, hast du prima gemacht. Okay, ich habe jetzt etwas hochgestellt, damit man besser die Konfiguration sieht, weil sonst steht er nämlich nie so hoch. Aber wenn ihr hier drauf drückt lange, dann blinkt die Uhrzeit hier und dann könnt ihr mit dem Rädchen die Uhrzeit einstellen. Übrigens, das Rädchen ist für lauter und leiser. Oder wenn man drauf drückt, dann macht es auch Pause. Aber wenn man wieder drauf drückt, dann spielt es nicht. Eigentlich ist es für die Snooze-Taste, also der Schlaftaste. Das Ding kann nämlich auch wecken. Dazu kommen wir gleich. So, dann haben wir hier Alarm on und off. Da kann ich jetzt einfach mal drauf drücken und hoffe mal. So, jetzt zeigt da 10.19 Uhr Alarm an. Und wenn ihr dann rechts Alarm, wie macht, einmal drauf drückt, dann zeigt euch an, dass er um 0 Uhr den Alarm gibt. Wenn ihr einmal drauf drückt, das dürfte natürlich nicht so sein, dann drückt ihr lange drauf und könnt den Alarm einstellen. So, jetzt machen wir den Alarm wieder aus. Also dann spielt er um die Uhrzeit die Musik ab, die auf dem iPod das letzte Mal angespielt war, glaube ich zumindest, habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich noch, sage ich euch hinterher in der Videobeschreibung. So, dann der Rest daneben, der lange Knopf, genauso wie dem Shuffle-Knopf, ist, dass wenn die Library zu Ende gespielt ist,
auf dem iPod, iPhone, iDevice, dann soll er wieder von vorne anspielen. Das heißt, er hört nicht einfach auf zum Mitspielen, sondern er fängt einfach wieder von vorne an in der Library oder in der Liste oder was ihr da eben eingestellt habt. So, dann kommen wir, das waren die Knöpfe. Dann kommen wir mal zu der Verpackung. Die Verpackung sieht erstmal so aus. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder wegzoomen. Das ist so, die Verpackung sieht so aus. Ne, von außen. Da drin ist dann hier so ein Teil. Und da drin sind dann lauter Betriebsanweisungen und Plastiktüten und was da nicht sonst noch alles drin ist. Eigentlich braucht ihr nur die Anweisung hier. Und ihr braucht blub, blub, blub. Und ihr braucht die Dinger. Okay, ich kann man jetzt nicht sehen. Ich hab's gleich. Die Dinger. Müsst euch nicht wundern. Ich habe mich nämlich auch gewundert. Weil der kam nämlich so an, also ohne iPod natürlich, der kam so an und da wollte ich die Dinger reinstecken. Das sind nämlich solche Dock-Adapter, das sieht man hier auch ganz genau, wenn ich den jetzt mal auspacke. Ja, auspacken ist nicht so meine Stärke irgendwie. So, seht ihr hier, das ist nämlich für die schmalen iPods, also iPod Nano. Und ich glaube, iPod Classic passt da auch noch rein. Weil da sind so schmale Schlitze drin, jetzt seht ihr das. Ne? Und hier unten kommt dann halt der Dock-Connector raus. Da. Ne? Und da ist vorher so ein Ding drin, das zeige ich euch, dann hole ich das mal näher ran. Da ist vorher nämlich schon so ein Teil dran. Drin, nicht dran. Ach übrigens, das ist die Fernbedienung. Da könnt ihr lauter, leiser, Pause, Shuffle ausmachen. Wobei aus nicht immer genauso funktioniert, wie ich es haben will. Da muss ich nämlich immer erst Pause drücken und dann ausmachen. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist das Teil super. Ich kann euch gleich mal ein Soundbeispiel geben. Aber was ich euch zeigen wollte, ich mache den iPod mal raus kurz. Der lädt übrigens auch mit auf, ne? Wenn er da drin steckt, ist ja klar. So. Dann seht ihr hier, da ist so Ritze drin. Ne? Ich glaube, das war jetzt nicht die Anfangs-Connector da drin. Aber den könnt ihr einfach, wenn ihr ein bisschen mit dem Fingernagel reingeht und so ein bisschen rausdrückt, dann kann man das ganz leicht rausnehmen. Ja, jetzt geht der Stein wieder weg unten. Na gut, das ist der Vorführeffekt. Ah, jetzt habe ich es. So, kann man hier einfach ganz leicht raus. Okay, ganz leicht. Ist vielleicht nicht so ganz in Ordnung. Kann man hier rausnehmen und dann kann man die anderen Teile reinsetzen. Zum Beispiel für den iPod Classic oder Nano. Kann man dann hier reinsetzen. Muss man natürlich aufpassen, ob er richtig rum sitzt. Sitzt nämlich falsch rum. So. So. Und jetzt passt der iPod Classic da auch rein. Sonst wackelt das nämlich zu sehr. Ja, ich will jetzt natürlich meinen iPod Touch da wieder reinholen und der geht noch schlechter raus. Okay, ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und dann sehen wir weiter. Geschafft mit einem brutalen großen Taschenmesser. Aber das Ding ist raus. Gut, dann packen wir hier den Dock-Adapter für das iPhone rein. Wofür das alles ist, steht übrigens in der Gebrauchsanweisung drin. Das könnt ihr nachlesen. Da stehen nämlich solche Zahlen auf der Rückseite. Da steht, wenn ihr es lesen könnt, ups, jetzt war die Kamera mit dem Autofokus überfordert. Da steht E2, doch da, links. Da könnt ihr es lesen, E2, und da steht in der Gebrauchsanweisung, das ist für Nano, ist auf den anderen, steht ABC drauf, glaube ich. Und da steht halt E2 drauf. So, das war das. Jetzt kommen wir zu dem Klangbeispiel mit dem iPod. Stecken wir den iPod wieder da rein. Übrigens, das ist manchmal ziemlich fummelig, aber es geht. Man muss aufpassen, dass man den Dock-Connector nicht abbricht. So, der iPod steht drin. Wir zoomen wieder etwas weg, legen den Stein drunter, ziehen das Ding wieder etwas zurück. So. Jetzt
Nehmen wir einfach die Fernbedienung und drücken mal auf Play, gucken, was passiert. Ich weiß es nicht genau. Aber es sieht so aus, als wenn er spielen würde gleich. Oder auch nicht. Okay. Dann regeln wir den mal. Ja, ich weiß, er kann jetzt wieder mein Passwort sehen. Macht aber nichts. Ich bin nicht so, dass jeder... Musik. So, genau, Jason Derulo. Machen wir mal Play. Und ihr hört... Das ist jetzt das Radio. Ich habe das aufgenommen aus dem Radio. Aber es klingt eigentlich ganz gut. Wenn man es ein bisschen lauter macht, dann ist es eigentlich auch noch okay. Also ich finde den Sound perfekt. Ja. Machen wir wieder etwas leiser und wir können jetzt hier mit den Tasten, ich habe jetzt mit der Taste leiser gemacht, also mit der Fernbedienung, wir können jetzt mit der Fernbedienung spulen. Okay, können wir? Ja, können wir. So. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd, das war das Album. Da sind natürlich keine weiteren Lieder drin. Nehmen wir mal die Titel und machen mal Londons. So, keine Schleichwerbung, wir spielen das auch nur 30 Sekunden an, weil sonst muss ich GEMA bezahlen. Mach ein bisschen lauter. So, jetzt spule ich und ihr seht, es schlitzt so rüber, wie wenn man auf den Dings-Button drückt, da auf den ja, Spul-Button drückt. So, das Lied ist aus dem iTunes Store gekauft. Und das sollte ja eigentlich gute Qualität haben. Deswegen mache ich es mal laut und quasi mal nicht dazwischen. Und ihr hört, wenn es kratscht, dann ist es die Kamera, die kratscht. Das Mikrofon von der Kamera. Ich habe jetzt Pause gemacht. Ist doch blöd. Habe jetzt Pause gemacht mit dem Ding da. Kann ich auch wieder Play machen mit der Mitte. Ja, werdet ihr eigentlich selbstständig dann sehen, wenn ihr die Fernbedienung in der Hand habt. Also die Fernbedienung ist schön klein. Schön schmal. Ja, manchmal muss man ziemlich draufhalten auf das Teil, damit es überhaupt funktioniert. Aber ja, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, wir nehmen mein nächstes Lied. Put weg. Okay, nein, wir nehmen mal das. So, was ich euch jetzt zeigen wollte, ist ausmachen. Wenn Musik läuft. Ausmachen, wenn Musik läuft, sieht so aus. Ich mache hier auf dem Knopf aus. Aus. Cool. Geht nicht wieder an. Sonst ist das Ding immer wieder angegangen. Oder es war nur beim Internet, bei Radio FX so. Das kann natürlich auch sein. Gut. Das war das. Das Wecken hatten wir auch. Snows. Ja, und die Lautsprecher sind auch ganz besonders. Das steht auch in der Gebrauchsanweisung drin. Und hier steht es auch drauf. Das heißt, normal ist es so. Stereo normal. Aber diese Lautsprecher sind so angebracht, dass sie hier vorne Klang abgeben, an der Seite Klang abgeben und hinten Klang abgeben. Und das auf beiden Seiten. Das heißt, ihr habt wirklich rundrum Stereo-Sound. Also wenn ihr hinter dem Teil sitzt, habt ihr Stereo. Wenn ihr vor dem Teil sitzt, habt ihr Stereo. Und für die Seite sind auch nochmal zwei Stereo-Dinger, dass man, wenn man so knapp auf der Seite sitzt, also hier so. Ist natürlich jetzt nicht 3D, könnt ihr jetzt nicht so genau sehen. Aber wenn ihr hier so sitzt, dann mit ihr auch noch Stereo hört. Das heißt, es hat einen richtigen Raumklang. Und ihr hört überall Stereo, wenn ihr im Raum sitzt. Außer vielleicht hier, da ist das Stereo nicht mehr ganz so gut. Aber da sind auch keine... Nee. Oh, da sind auch keine Lautsprecher. Nee, da sind gar keine Lautsprecher. Okay, dann könnt ihr hier gar kein Stereo hören. Aber hinten und vorne habt ihr Stereo. Ja, das war auch schon mein kurzes Review und ein kleines Unboxing. Für die Teile, ja, okay, das kann man nicht wirklich Unboxing nennen, aber das war's, ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kann ich nur empfehlen, meine Wertung ist 2, kostet, glaube ich, 69 Euro oder 70 Euro, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Bei Amazon war es, glaube ich, ein bisschen teurer.
Aber ich habe gerade noch mal den Barcode gescannt und da war 69 Euro. Ja, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute am Ostermontag. Ja. Oder auch schon nicht mehr am Ostermontag, wenn ihr das Video noch nicht angeguckt habt. Ja, und dann geht's bald mit einem Screencast wieder weiter. Das war's und auf Wiedersehen. Tschüss, bin raus.